Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz recht herzlich zur Pressekonferenz anlässlich unseres heutigen Heimspiels am ersten Spieltag der dritten Liga in der Duisburger Schauinsland-Reisen-Arena begrüßen. 5.481 Besucher sahen das 1:3 unseres KFC gegen die Spielvereinigung Unterhaching. Im Spiel war so um 13 Uhr begangen, da spielten Energie Cottbus und Hansa Rostock 3:0. Bei mir jetzt die Trainer der beiden Mannschaften, die hier in Duisburg aufeinander getroffen sind. Zu meiner linken Gästetrainer Klaus Schomm, zu meiner rechten KFC-Trainer Stefan Krämer. Herr Schomm, ich darf Sie dann zunächst um Ihren Kommentar zum heutigen Spiel bitten. Ja, erstmal Servus Bernd. Nochmal Steffen und euch nochmal nachträglich Gratulation zum Aufstieg. Wir sind nicht immer ganz so einfach in der Relegation. Und ja, wir sind natürlich überglücklich, dass uns der erste Spieltag so gelungen ist. Wir wollten was mitnehmen, so frech waren wir. Auch wenn in unseren Augen natürlich kein klassischer Aufsteiger seid. Klassische Aufsteiger waren Jena oder Meppen oder wir. Da habt ihr ein bisschen einen anderen Anspruch, aber auch dem vollkommen zu Recht. Und dementsprechend waren wir gewarnt. Ich glaube, wenn ich einfach mal ein Jahr zurückschaue, wie wir unser Auftaktspiel in Bremen absolviert haben, dann bin ich mir sicher, dass wir in der 50. Minute da einfach mitgestolpert werden und gefallen werden, und das ist die Minute, die mich einfach stolz macht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, wir haben das 3:0 am Fuß und kriegen im direkten Gegenzug einen Anschlusstreffer. Ich habe dann kein großes Kippen und kein großes Einbrechen gesehen, ich habe eine stabile Truppe gesehen. Ich glaube, sowas, da muss man jeder, der da am Platz war, weiß, dass man da mal zwei, dreimal durchschnaufen muss, wenn man eigentlich einen Deckel fast schon drauf hat und dann ein paar Sekunden später hast du Anstoß, dann sieht die Welt schon wieder ein bisschen anders aus. Da, glaube ich, haben wir sehr, sehr gut reagiert. Insgesamt gesehen habe ich einen verdienten Sieg von uns gesehen. Ja, und wünsche euch natürlich weiterhin alles Gute. Dankeschön. Vielen Dank, Klaus Schromm. Dann habe ich jetzt KFC-Trainer Stefan Krämer um seinen Kommentar bitten. Ja, von mir auch. Hallo alle zusammen. Klaus, herzlichen Glückwunsch zum hochverdienten Sieg. Ich hab letzte Woche in der PK noch gesagt, was mich total zufrieden macht, ist, dass du in der Vorbereitung kein einziges Spiel dabei hattest, wo du mal nicht funktioniert hast. Im Nachhinein hätten wir es besser mal gehabt, weil dann hätte man vielleicht gewisse Dinge noch regeln können, dass dann der erste Ausrutscher in der Zusammenarbeit am ersten Spieltag ist. Das ist natürlich extrem ärgerlich. Ich war extrem unzufrieden schon in der Halbzeit, weil wir, abgesehen vielleicht von den ersten 10 Minuten, viel zu weit auseinander waren, kein gutes Positionsspiel hatten, viele leichte Fehler gemacht haben. Und der Haching hat uns immer wieder in Räume gelockt, wo wir eigentlich gar nicht hin wollten, und hat ihrerseits ein sehr gutes Positionsspiel gehabt, wo wir keinen richtigen Zugriff bekommen haben. Und deswegen war es absolut verdient, dass wir in der Halbzeit zurückgelegen haben. Dann nimmst du dir natürlich ein bisschen was vor in der Halbzeit und versuchst, der Mannschaft neue Impulse zu geben, und als wir dann rauskamen und 2 Minuten später steht es 2:0 in der Situation, wo wir in Überzahl waren, wo wir einfach hätten mal richtig zupacken müssen, aber dem Gegner es viel zu leicht gemacht haben, durchzukommen. Da steht es dann 2:0 und das Spiel ist eigentlich fast schon weg, dann kommst du wieder dran, und in der Phase hatte ich den Eindruck, dass wir jetzt dann auch vielleicht das Spiel noch drehen können, zumindest einen Punkt holen können, und dann passiert das 3:1, eigentlich auch ein Geschenk. Und Ich bin extrem unzufrieden. Wir haben aus meiner Sicht ein unterirdisch schlechtes Spiel gemacht und haben ganz viel von dem, was wir in der Vorbereitung gut hinbekommen haben, überhaupt nicht hinbekommen. Da sieht man eben mal den Unterschied zwischen Training und Wettkampf, und man sieht auch den Unterschied zwischen Training und Dritter Liga und Regionalliga und Dritter Liga. Das ist eben eine andere Hausnummer. Und Unterhaching hat eine richtig gute Mannschaft mit einer richtig guten Idee und unheimlich viel Talent und unheimlich gutem Positionsspiel und einen sehr guten Trainer. Und wenn du das Paket dann eben wie auch immer nicht richtig anpackst, ja, dann sitzt du nachher hier mit einem langen Gesicht. Und ich habe auch keine gute Mannschaft in dem Sinn gesehen. Mir war es zu leise, mir war die Körpersprache nicht gut genug, mir war die Aggressivität hat mir gefehlt. Nur mit ein bisschen Schieben und Stellen und Sichern und so Passwege zu, kommst du gegen so einen Gegner nicht weit. Ich weiß nicht, ob es der ein oder andere vielleicht auch unterschätzt hat, keine Ahnung. Auf jeden Fall herzlich willkommen in der dritten Liga. Dankeschön. Vielen Dank, Stefan Krämer. Gibt es Fragen von Seiten der Presse? Stefan, du hast gerade noch lange mit dem Schiedsrichter gesprochen. An den hat es sicherlich nicht gelegen. Trotzdem, was habt ihr besprochen? Nee, an den hat es überhaupt nicht gelegen. Die haben eine gute Leistung gezeigt.
Wie ging es um die Situation nach dem 3-2? Ich glaube, es war ein Handspiel, aber der Schiedsrichter oder der Linienrichter hat die Fahne ja nicht hochgetan. Und das Tor ist erstmal erzielt worden. Und wir sind ja nicht in der ersten Liga, wo es Videobeweis gibt. Und der Schiedsrichter ist dann erst raus und hat sich vergewissert und dann wurde das Tor zurückgenommen. Also wenn, dann habe ich geglaubt, muss er in der Situation dann auch die Fahne hochtun, damit jeder weiß, was los ist. Aber das ist nur wirklich am Rande, hat mit dem Ausgang des Spiels und unserer Leistung überhaupt nichts zu tun. War nur von mir eine regeltechnische Frage. Gibt es weitere Fragen noch? Herr Stefan, du sprachst von 38 Auswärtsspielen. Wie warst du zufrieden heute mit der Zuschauerresonanz, was du gefühlt und auch mit Unterstützung der Fans? Mit dem war ich total zufrieden. Also der beste Rödinger waren die Fans heute. Ja. Die waren richtig cool. Ich habe keine Pfiffe gehört, ich habe nichts gehört, Unterstützung bis zum Schluss. Und das ist nach der schlechten Leistung von uns nicht selbstverständlich. Und die Jungs waren besser wie wir. Deutlich besser wie wir. Gibt es noch weitere Fragen? Dann darf ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Wünsche unseren Gästen aus Unterhaching alles Gute für den weiteren Saisonverlauf. Im schönen Heimweg. Ich würde mich freuen, Sie alle wieder hier begrüßen zu dürfen. Das nächste Heimspiel Mittwoch, 8. August, 19 Uhr, hier dann gegen den SV Meppen. Bis dahin, alles Gute, schönen Sonntag noch. Wünsche Ihnen euer KFC Uerdingen.